Moin Kinners und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, wir haben ja zuletzt angefangen mit zwei Ballenpressmissionen. Die eine sind wir mit dem Mähen und Pressen schon fertig und ich bin gerade dabei, den Big M schon mal rüber auf die Wiese 24 zu fahren. Da werden wir dann gleich erstmal mähen und in der Zwischenzeit werde ich dann gucken, dass wir die Ballen auf der 29 erstmal fertig eingesammelt bekommen, damit es einfach vorangeht. Ja, parallel dazu ist unser Fendt 515 dabei, das Feld 16 ja zu grubbern. Der wird auch, denke ich mal, noch eine ganze Weile brauchen, weil ja, ist halt ein großes Feld und ein kleiner Grubber, aber ja, es bringt Geld und das ist die Hauptsache, die Maschine läuft. Jo, aber wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal schnell, dass wir das hier hinbekommen. Ich hatte schon geguckt, ich habe keinen Kurs schon gemacht hier für das Feld. Das heißt, wir werden da gleich einen Cursplay-Kurs machen, dann kann der Big M hier loslegen. Und wir machen eben das Ballensammeln da drüben weiter. So, guck mal, da sind wir schon mal auf dem Acker hier angelangt. Ja, machen wir irgendwie Kursgenerierung hier. Wir machen zwei Vorgewände. Wir fangen aber auf den Feldrein an. Weich passt. 14, der hat aber 13,50 nur. So. Warten wir kurz, ne? Komm. Ja, sieht gut aus. Dann speichern wir das Ganze mal unter Big M Wiese 24 war das. Und dann fängst du am ersten Wegpunkt an und machst dein Ding. Das ist die Ballenpresse. Hier haben wir den Hürlimann. Ja, da liegt doch noch einiges an Ballen rum, muss ich sagen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die überhaupt alle auf einmal drauf kriegen. Ich glaube nämlich eher, dass das nichts wird. Aber wir gucken halt, sonst müssen wir halt zweimal fahren, ist ja auch nicht das Problem. Hauptsache, wir bekommen das Geld von der Mission. Deswegen machen wir die ganze Sache ja. So, also wir hätten jetzt noch Platz für 23 Ballen. Na ja, gucken wir mal. Könnte mit ein bisschen Glück doch reichen. Dann müssen wir nur gucken, wo wir die abliefern müssen. So, das haben 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15 Stück. Das passt. Wunderbar. So. Ja, ist gut, der Big M ist am Arbeiten da drüben. Dann können wir dann, wenn wir die Ballen hier weggebracht haben, dann ganz gemütlich die Ballenpresse rüberbringen. Und dann wird gepresst und gesammelt und dann gibt es wieder Geld. So, aber guck mal, wir haben jetzt hier noch zwei Stück. So, das war's dann, glaube ich, ne? Nochmal gucken. Ja, so, dann müssen wir mal gucken. Das war jetzt 29.
29 geht zur Gärtnerei. Die Gärtnerei ist ja das, genau da, wo der früher der Kompostmaster gestanden hat. Dann auf dahin. Genau hier vorbei am Bahnhof. Ja, das passt. Immer achten, ein bisschen weiter ausholen, weil das Ding halt doch relativ groß ist. Können eine weiterfahren und dann oben die Querstraße, dann sind wir ja schon so gut wie da. Das läuft doch. Ja, jetzt haben wir noch einen Betonmischer hier. Ja. Vorbei, beim Stadion vorbei und dann sind wir auch gleich da. So, ich gehe schon mal in die Außenansicht, damit wir das besser sehen gleich. So, wir laden einmal ab. Machen die Spanngurte drum, genau. Und ups, wir müssen hier rum. Ja, Lohndienstleistung abgeschlossen. Dankeschön. Gut, dann lassen wir den aber erstmal hier stehen und wir gucken, wo ist unser. Na gut, der ist noch am Arbeiten. Dann können wir ja ganz gemütlich den rüberbringen. Gegenverkehr. Na komm, gib Gas da vorne. Na, wird das noch was, Jung? So, oh ja. So hat keiner gesehen. So, aber wenn wir schon hier vorbeikommen, dann würde ich sagen, tanken wir gleich mal. So viel Geld haben wir gerade noch. So,
Berg hoch und weiter geht es. Na, was war das jetzt? Ich hoffe, dass es da jetzt keine Probleme gibt. Irgendwie hat hier gerade was gedudelt. Ich hoffe, dass wir noch hören. Also Sound habe ich noch. Ich hoffe, dass das Mikro geht. Ja, sonst haben wir ein Problem. Wir werden aber mit dem Pressen erst anfangen, wenn der Big M fertig ist. Nicht, dass wir da irgendwie in die Quere kommen. Wir können ja dann gleich mal gucken. Wir können die eine Ballenmission ja schon abschließen und mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir noch eine andere außer dem Grubbern offen haben. Was wir da noch, können wir ja gleich mal gucken. So, aber warum fährst du Big M da mit hochgelassenem Mähwerk? Das ist jetzt nicht so prickelnd, was du da machst. Müssen wir gleich mal gucken, was der da treibt. Wir lassen ihn einfach mal weiterfahren, bis er fertig ist. Ansonsten muss man halt noch mal ein Stückchen nacharbeiten. Ist ja auch nicht das große Problem. So, gut, der ist einmal hier, den lassen wir mal stehen. Dann lass uns mal kurz bei den Missionen reingucken. Ballenpressen abgeschlossen, ja, danke. Ah, nee, wir haben nur das Grubbern, aber der ist auch schon bei 96%. Wow, das müsste ja dann eigentlich heute fertig werden. So, genau, mit dem müssen wir jetzt noch rüberfahren, dann haben wir den auch schon bereitstehen. Wieder in die Innenperspektive. Ups. Nicht im Gegenverkehr fahren. Immer vorsichtig sein. So, hier rum einmal. Und dann sind wir quasi auch schon fast da. So, dann werden wir den auch einmal da irgendwo abstellen, beziehungsweise wir stellen den einfach hier erstmal rein oder ran an die Straße. So, machen wir den mal aus. Wir wollen mal gucken, was ja, jetzt mäht er wieder. Gut, dann war das wohl irgendwie so eine kleine Transportfahrt, die er da gerade gemacht hat und deswegen die Dinger hochgelassen hatte, oder? Na guck mal, es passt hier. Gut, ich habe nichts gesagt. So, gut, dann lassen wir den mal fahren, dann machen wir den schon mal startklar. Wir tun aber erstmal hier ein bisschen sortieren. Wiese 24 kommt hier rein. Wiese 29 kommt nach Wiese 29. Dreschenfeld
2 kommt nach Feld 2. Big M Feld 33. Na gut, das Feld 8 haben wir noch nicht. Dann machen wir einen Ordner. Feld 08. Ja, grober, ja gut, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier gesagt, das ist die 24, ein Big M, zack, hier. So, wie weit bist du? Du weißt, dass du wieder mit hochgemachtem gut, und wieder runtergemachtem Mähwerk fährst. Aber das ist ja jetzt das letzte... Die letzte Bahn, das heißt, wir können den Presser hier schon mal langsam auf Kurs bringen. Wir müssen nur mal gucken, wo der denn angefangen hat, weil hier oben ist ja das Ende und da hier nichts ist, wird er wohl da unten loslegen. Ne? Ja, guck mal hier, da müssen wir hin. Ich finde es einfach toll, wie der Big M hier mit seiner Geschwindigkeit da über das Feld rast. Das ist Wahnsinn. So, wir stellen hier den ersten Wegpunkt ein. Dann kann der loslegen hier. Vielleicht schaffen wir das sogar noch, bevor der Big M hier ums Eck kommt. So, komm, Abfahrer einstellen und los geht's. So, aber wie sieht es denn hier aus? Ja, bei 97%. Ich hatte gehofft, dass der Grubber das noch schafft, um ehrlich zu sein. Na gut, er sagt noch 23 Minuten, aber er muss ja nicht alles machen. Also, ja, wird eng. So, aber lass uns mal kurz bei unseren Schweinchen reingucken. Ja... Ja, es ist halt nicht wirklich viel alles. Da müssen wir uns drum kümmern. So, wie sieht es denn bei unseren Feldern aus? Wachstum. Ist alles im Wachstum? Ja. Ist gedüngt, wobei ich... Ist das hier die zweite Stufe? Das erkennt man wieder nicht so wirklich. Das heißt, wir müssen da mal kurz rüberlaufen. Ups. Doch, gedüngt 100%. Ja, perfekt. So, der ist am Fahren, der ist gleich fertig hier. Die Ballenpresse läuft, ja. Ja, dann fahren wir den schon mal aufs Feld. Schon mal die ersten Ballen gleich einsammeln. So, ja, bevor der jetzt kommt, schlüpfen wir da mal schnell durch. So, und dann fangen wir da unten an. Und folgen dem Ballenpresser ganz unauffällig und leise. So, der Big M ist fertig. Wunderbar, wunderbar. Jo, aber wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich sagen, wir sind auch fertig für den Moment. Ja, morgen um 15 Uhr geht es dann weiter hier von der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht es gut und tschüss.